Ach, Fridays for Future. Ich meine es ja alle gut. Und ich meine es alle auch recht. Und ihr seid halt, wie ihr seid. Weil wir halt auch so sind, wie wir sind. Und ich war auch mal jung gewesen. Ich habe mich auch manipulieren lassen. Und ich habe auch nur die gängigen Medien angeschaut, was es dann gerade so gegeben hat. Gut, so als Entschuldigung kann ich sagen, es hat noch kein Internet gegeben. Dazumal. Aber es hat Bibliothek für Kirche. Ich hätte auch schauen. Ihr macht das nicht. Ihr macht das nicht. Ihr schaut das andere nicht an. Und ihr merkt dabei nicht, dass ihr da ein Werkzeug werdet vom Faschismus. Das merkt ihr nicht. Und irgendwo sind wir auch sehr schräg drauf, wenn ein Andersdenkender kommt und euch noch Fakten anlegt. Also jetzt ist zum Beispiel ein Beispiel mit dieser Hitzewelle. Ich meine, dass die anders gemacht ist als natürlich, das ist sonnenklar und da kann man sich auch informieren. Interessiert aber von euch niemand. Dass man dann in dieser Hitzewelle noch einen Haufen Klimaanlagen braucht, von dem redet ihr auch nicht. Und wenn ihr redet, auch ist schlimm. Aber die Elektroauto, die noch mehr Energie brauchen, AKWs, Kohlekraftwerke und weiss der Gucker was alles. Von dem redet er nicht. Und Fracking wird durch die Grünen bewilligt. Also spätestens jetzt solltet ihr aufwachen. Da geht es nicht mehr um den Schutz von der Natur oder den Schutz vom Leben. Das ist alles andere. Da geht es um eine gigantische Kasse, wo gefüllt wird. Und nur Geld zahlen, dass man dann darf vergiften oder zerstören, das ist nicht die Lösung. Und genau das schlägt er vor. Weil die Konzerne haben das Geld, um die CO2-Abgabe zu zahlen. Und die CO2-Abgabe landet eben leider nicht da, wo ihr es am liebsten hätten. Ich könnte mal das Beispiel nehmen von Al Gore. Der war eigentlich bankrott gewesen. Und nachher kommt er mit dem Film Die unbequeme Wahrheit. Wo alles andere als Wahrheit ist. Und mit Tricks die Leute manipuliert werden. Es gibt einen Haufen Wissenschaftler, einen Haufen, auch Nobelpreisträger etc. Wirklich Physiker, Klimatologen und Klimaexperten. Die sagen ganz klar, wie es ist. Es gibt keinen menschgemachten Klimawandel. Es gibt einen Klimawandel auf dieser Welt. Ich möchte die nicht als Klimalügner anstellen, die euch das sagen, dass es keinen menschgemachten gibt. Es gibt einen. Und der war schon immer da. Und wenn du nicht fähig bist, mit dem umzugehen, dann hast du auf dieser Welt einfach keinen Platz. Dann musst du irgendwie nicht das zentralheizungsverwöhnte Klimagerät Kindli aushängen. Nein, braucht es nicht. Braucht es wirklich nicht. Und hört bitte auf das, was auf der anderen Seite auch gesagt wird. Weil jetzt sind dann die Wahlen in der Schweiz. Und wenn diese Leute an die Macht kommen, dann könnt ihr euch vergessen. Dann wird das wahre Gesicht erkennen. Aber dass ihr es jetzt könnt, bevor ihr wählen könnt, ja, für das sind wir da, die die Fakten anlegen. Und wenn ihr es sehen wollt, dann sehen wir es. Und wenn ihr es nicht sehen wollt, dann laufen wir da rein. Weil Panik werden nicht wir haben, die das sehen, sondern es werden ihr haben, wenn ihr erkennt, dass ihr manipuliert worden sind. So gesehen kann man auch mal die Greta ihren Spruch nehmen. Ich will euch in Panik versetzen. Ihr werdet sie, die Panik schlussendlich haben. Weil ihr all das vergessen, wo man wirklich muss drauf schauen. Auf die schlimmen Geschichten, was die Konzerne machen. Auf die Sachen müssen wir schauen. Nicht auf CO2, nicht auf den Klimawandel. Auf die Vergiftungen und Zerstörungen und die unmenschlichen Bedingungen, wo sogar Kinder auch umkommen beim Arbeiten. Unglaubliche Sachen. Toleriert ihr mit dem, was sie da machen?
und lenkt den Blick von dem weg. So gesehen sind ihr für mich kein Umweltschützer. Entweder seht ihr, was ist, und dann setzt ihr euch ein fürs Leben und für die Natur, oder ihr macht da weiter so blind weiter und laufen selber rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Lust hast, kannst du meinen Kanal hier abonnieren, dann bist du immer wieder informiert, wenn ich etwas Neues bringe. Oder wenn du mehr Informationen willst, dann gehst du auf meine Website tiroanders.ch. Danke fürs Interesse.